Blase für Fortgeschrittene. Der Podcast. Seit ich 18 bin, nehme ich die Pille. Eine lange Zeit. Nie Probleme gehabt, herrlich entspannte Regelblutungen, war oft überrascht, als die Unterhose dann auf einmal blutig war, also kaum Schmerzen. Dann kamen die BEs, also die Blasenentzündungen. Immer wieder, einmal stärker, einmal schwächer und ich begann zu recherchieren und mir mal die Meinungen der Ärzte einzuholen. Der eine sagt das, der andere sagt das. Blasenentzündung durch Hormonveränderungen. Ist das möglich? Die Pille kann die Scheiden- und Darmflora schwächen, sie kann die Vagina trocken machen, wurde mir gesagt und steht auch viel im Netz dazu. Da ich nichts mehr zu verlieren hatte, kam ich dann auf die grandiose Idee, die Pille einfach abzusetzen. Besser für meinen Körper, dachte ich. Damit hören die BEs sicher auf. Ja, ja. Nach meiner letzten Blutung habe ich also die Pille einfach in die Lade geworfen und nicht mehr angeschaut. Und dann ging's los mit der Körperreinigung. Kein Spaß. Das war so, als würde ich eine Art Haut abwerfen. Also total komisches Gefühl, bisschen Unwohlsein, leichte Übelkeit dabei, Hitzegefühl. Also wirklich eine interessante Erfahrung war das. Und dann kam die richtige Blutung. Dachte ich. Also jedenfalls hat sich so angefühlt. Aber rot war nix. Experten sagen auch PMS dazu, das prämenstruelle Syndrom. Das sind Beschwerden, die bei Frauen im Zeitraum nach dem Eisprungstag bis zur Periode auftreten können. Das war bei mir der Fall, also kurz vor der Periode. Starke Krämpfe im Unterleib, Rückenschmerzen und auch die Blase musste ihren Senf dazugeben. Moment. Hat's nicht geheißen, sie fühlt sich wohler ohne Pille? Scheiße. Jetzt nervt sie mich erst recht. Brennen, starker Harndrang, Schmerzen. Fast eine Woche durch. Warum? Warum? Ich war am Boden zerstört und gleichzeitig wie auf Drogen. Das ist dem starken Schmerzmittel Novalgin verschuldet. Für mich die letzte Rettung. Aber glaub mir, mit dem Medikament ist nicht zu spaßen. Was 10 Tropfen mit dir machen und wie schnell sie vom Körper aufgenommen werden. Wahnsinn. Das Beste, die Regelblutung war gar nicht da, oder? Naja, ein paar Tage später kam sie dann, wie ein Vulkanausbruch. Ehrlich, ich bin mit dem vielen Tampons nachschieben nicht nachgekommen. Mit dabei Bauchkrämpfe und Rückenschmerzen. Das ist aber keine ungewöhnliche Folge, wenn man die Pille nach langer Einnahmezeit absetzt. Dann war das Martyrium auch endlich vorbei und es ging los mit der Horny-Zeit. Ja, ich muss gestehen, die Libido ist deutlich gestiegen nach dem Absetzen der Pille. Rund um den Eisprung ist ja die sexuelle Lust am höchsten, heißt's ja. Ganz zur Freude der Blase. Nein, das taugte gar nicht. Das hat man als BE-Geschädigte echt immer im Kopf. Also, sorry für den Ausdruck. Einerseits juhu, viel Sex, aber auch andererseits wieder mehr Blasenentzündungen. Das ist echt ein Teufelskreis. Also auch ohne Pille kamen die BEs zurück. Ich gab meinem Körper im darauffolgenden Monat dann noch eine Chance. Wieder arge Schmerzen bei der Periode. Zusätzliche Blasenschmerzen. Die gleiche Tortur wie letztes Mal. Das dritte Monat, ditto. Das vierte Monat, starkes Brennen am ersten Tag der Blutung. Dann war die Blase lustigerweise wieder ruhig. Also wo ist jetzt eigentlich meine Veränderung? Die Pille hat meine Regelschmerzen ja jahrelang unterdrückt und zeigt mir jetzt so richtig, wie es sich ohne sie anfühlt. Es dauert ja angeblich einige Monate oder auch sogar Jahre, bis mein Hormonpegel sich wieder normalisiert hat, bis sich der Zyklus eingependelt hat und bis die monatlichen Regelschmerzen weniger werden. Einen natürlichen Zyklus auf die Beine zu stellen, ja, das muss der Körper halt auch erst wieder lernen. Mittlerweile bin ich bei Zyklus 7 nach Absetzen der Pille und ich muss sagen, die Regelschmerzen sind deutlich weniger. Die Blase ist fast ganz ruhig, kein PMS und überhaupt die Krämpfe haben nachgelassen, also sind nicht mehr so stark wie früher. Heilige Mutter Gottes, also man meint's doch gut mit mir. Der beste Tipp, um Blasenentzündungen kurz vor und während der Periode vorzubeugen, eigentlich total einfach und simpel und irgendwie auch nicht. Weniger Sex oder weniger intensiven Sex. Hashtag Blümchen. Deine Blasenschleimhaut ist ja in diesem Zeitfenster deines Zyklus geschwächt.
weil dein Östrogenspiegel sinkt in den Tagen vor der Periode und erreicht seinen Tiefpunkt mit dem Einsetzen der Periode. Und das wirkt sich auf die Scheidenflora und auf die Blasenschleimhaut aus, die zu Beginn der Periode ja dünner und empfindlicher ist, also auch empfänglicher für Bakterien. In der Scheidenflora einer gesunden Frau, da tummeln sich ja Millionen von Milchsäurebakterien, die dort eine wichtige Aufgabe erfüllen. Sie sorgen für das saure Vaginalmilieu und erschweren es damit, den Krankheitserregern sich im Körper einzunisten. Verringert sich aber jetzt der Östrogenspiegel, werden die Milchsäurebakterien durch andere Bakterien verdrängt. Und sobald die Erreger ihren Weg über die Harnröhre in Richtung Blase gefunden haben, ja, da ist die Blasenentzündung dann nicht mehr weit. Deshalb trinke ich in dieser Zeit kurz vor der Periode deutlich mehr Kräutertee, damit die Blase immer schön durchgespült wird und die Bakterien keine Chance haben, noch wirklich die Harnröhre raufzuklettern. Welche Kräuter deiner Blase übrigens gut tun, erfährst du in meiner Podcast-Folge Make Bladders Great Again mit Naturmedizin. Wenn du dir jetzt die Frage stellst, wenn nicht mehr die Pille, wie verhüte ich dann? Als Alternative zur Pille und anderen hormonellen Verhütungsmethoden scheinen sich ja Kondome auf den ersten Blick bestens zu eignen. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Kondome schützen auch nicht vor Blasenentzündungen. Die Schutzfunktion von Kondomen beschränkt sich auf sexuell übertragbare Geschlechtskrankheiten. Die meisten Blasenentzündungen entstehen ja durch körpereigene E. coli-Bakterien. Und wegen der Bewegungen beim Geschlechtsverkehr, ja, da hilft das Blümchen nämlich auch nichts, gelangen diese Darmbakterien in die weibliche Harnröhre und von dort zur Blase, wo sie eine Infektion auslösen können. Und diese Gefahr besteht dann auch, wenn du beim Sex ein Kondom benutzt. Jetzt zu einer ganz wichtigen Frage: Können Kondome denn selbst eine Blasenentzündung auslösen? Ja, wenn sie chemische Zusatzstoffe enthalten. Die können nämlich deine Vaginalflora irritieren und dich dann auch anfälliger für Infektionen machen. Wir kennen ja die berühmte Blasenformel: gesunde Vagina, gesunde Blase. Deshalb rate ich dir zum Beispiel auch von dem viel gehypten Lokalanästhetikum Benzokain ab. Das ist bei vielen Kondomen dabei. Auf der Kondompackung steht dann meistens drauf: extra langes Liebesspiel, länger lieben, für verlängerten Spaß. Hat's nicht geheißen, es kommt nicht auf die Länge an? Spaß beiseite. Das Benzokain ist dazu da, damit der Mann länger kann, also den Orgasmus hinauszögern kann. Und dieses Taubheitsgefühl, was dadurch entsteht, kann für Mann aber schnell unangenehm werden, wenn er auf einmal nichts mehr spürt. Oder eben fad werden kann's, wenn er nichts mehr spürt. Wenn du mehr zu dem Thema Sex und Blasenentzündungen wissen willst, hör dir meine Podcast-Folgen Let's Talk About Sex und Blasenentzündungen an oder auch die spannenden Blasentalks mit Dr. Stefan Roth. Alle auf Spotify und auf Apple Podcasts. Faszinierend, wie ich immer wieder auf das Thema Sex bei Blasenentzündung zurückkomme. Aber es ist leider so, dass die häufigsten Blasenentzündungen durch Liebemachen entstehen. Gemein, oder? Ich ziehe jedenfalls mein Ding mit dem pillenfreien Leben weiter durch und ich glaube, dass es der Blase sicher auch gut tut ohne Hormone. Wie oft im Leben heißt es ja, Zähne zusammenbeißen und durch. Und auch wenn es oft eine Achterbahnfahrt der Schmerzen ist, eines ist fix. Ich spüre den Körper viel intensiver ohne Pille. Es ist ein richtiger Befreiungsschlag für ihn. Und es bestätigt sich auch immer wieder. Wir Frauen, wir sind so tapfer. Jedes Monat akzeptieren wir unseren Reinigungsprozess, der so wichtig ist für uns. Wir lernen Schmerzen kennen, die man höchstwahrscheinlich noch nie gespürt hat. Und wir werden dadurch wirklich jedes Mal stärker. Das betrifft auch unser Leben mit der Blase. Die Blase für Fortgeschrittene. Der Podcast.